Willkommen zurück beim Fußballmanager 13 vor dem Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund, der erste Härtetest der Saison. Und wir haben einiges zu tun. Seht euch die Fitness der Jungs an. Mangala und Grenier und Giroud, die Vorreiter, auch Subasic ganz stark mit 91 schon in der Fitness. Der Rest muss noch ein wenig arbeiten. Varane mit 88, aber auch schon auf einem sehr guten Weg. Aber wir wollen jetzt rein in das Spiel gegen Borussia Dortmund. Mit unserer relativ jungen Mannschaft. Wir bleiben im Textmodus. Ich sage, wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Ich gehe mal wenigstens eine Stufe hier runter. Und dann schauen wir mal rein, wie es gegen den BVB läuft. Ich sag mal gleich von Beginn an Konzentration. Dass alle Spieler mal aufwärmen schon. Aubameyang, nachdem er alleine auf Lloris zugelaufen ist im Konter mit dem 1-0 nach 6 Minuten. Pierre-Emerick Aubameyang bringt die Dortmunder hier in Führung. Großkreuz, ja. Macht hier das Tor. Der Assistent zeigt aber an, dass der Ball nicht drin war und deswegen kein Tor. Und jetzt Ecke für uns. Moutinho, Weidenfeller verlässt sich nicht auf seine Abwehr und pflückt das Leder aus der Luft. Nächste Chance für uns. Penetö. Weidenfeller sichert den Ball rechtzeitig vor Falcao. Und die Dortmund-Fans machen hier Stimmung. Zumindest steht es so da. Und wir haben die Riesenmöglichkeit. Schönes Kombinationsspiel. Moutinho wird aber von Gündogan bedrängt und verliert den Ball. Schade, da müssen wir mehr draus machen. Reus lässt Mangala aussteigen, kommt frei zum Schuss, aber genau in die Arme von Lloris. Und es ist Halbzeit. Und wir sehen es an den Noten. Die Defensive durchschnittlich, die Offensive schwach. Das könnt ihr besser. Steckt die Köpfe nicht in den Sand und wir motivieren. Wir motivieren. Was anderes bleibt uns gar nicht über. Und zwar die komplette Offensivabteilung. Corsia, Rodriguez mit den Massagen und Anthony Planu. Wechseln tun wir noch nicht. Wir wechseln noch nicht. Wir bleiben erstmal so. Lassen alle wieder aufwärmen. Dortmund mit der Möglichkeit. Reus wartet zu lange, verliert den Ball am herausstürzenden Hugo Lloris. Und wir mit der Möglichkeit. Rodriguez. Falcao köpft nur an den Außenpfosten. Schade. Radamel Falcao. Verwirrung im Strafraum. Mkhitaryan zieht aus kurzer Distanz ab. Und Lloris ist zur Stelle. Stadion ist ausverkauft in Dortmund. 86.500 Zuschauer. Lloris denkt da gut mit. Kommt aus seinem Tor und verhindert gegen Großkreuz größeres Übel. Wir haben jetzt hier ein bisschen Möglichkeiten. Falcao, 2 Meter über das Tor. Jetzt kommt Oliver Sorg für Dennis Diekmeyer beim BVB. Zwei neue Verteidiger, die sie da geholt haben. Auch Matthias Ginter kam neu, kommt jetzt für Max Hummels. Und wir haben die Möglichkeit. Penetto geht auf links durch. Flach in die Mitte, Falcao. Harmloser Roller, der Ball geht weit am Tor vorbei. Stindl ebenfalls neu beim BVB für Großkreuz. Jonas Hofmann, der Youngster, kommt jetzt hier für Marco Reus rein. Und wir werden auch anfangen zu wechseln. Planü. Ja, wir wechseln, kommen, wir wechseln komplett. Wir wechseln komplett, auch wenn manche Noten hier noch nicht passen. Schieber kommt für Pierre-Emerick Aubameyang. Wir gucken mal beim Gegner rein. Lewandowski gar nicht dabei. Sonst noch ein neuer Spieler, den ich hier sehe? Nein. Weiter wechseln werden sie nicht, weil sie haben noch 2 Torhüter auf der Bank. Ich denke mal nicht, dass die reinkommen werden. Bei uns haben die frischen Spieler jetzt noch 20 Minuten Zeit, hier was zu machen. Und das sollen sie bitte auch. Wenigstens den Ausgleich. Ich sag mal Pressing. Dreht aus dem Halbfeld in den Strafraum. Die Flanke ist zu weit. Ginter und Schmelzer sichern den Ball lediglich ab, sodass es Abstoß gibt. Okay.
Fred, Schuss aus 17 Metern und trifft nur Olivier Giroud. Ja, Zeitspiel jetzt hier. Gündogan bricht seinen Angriff ab und spielt den Ball erstmal zurück zu Weidenfeller. Mkhitaryan sieht gelb, nachdem er den Ball weggeschlagen hat. Jetzt Moutinho aus 18 Metern knapp vorbei. Ja, für Moutinho geht es zum Glück weiter. 10 Minuten noch in Dortmund vor 86.500 Zuschauern. Kondogbia. Schuss von Moutinho wird abgefällt. Verfehlt das Tor nur knapp. Nächste Möglichkeit. Fred auf Kondogbia. Zieht ab. Weidenfeller ist da. Schade. Wir haben Möglichkeiten. Wir haben doch die Chancen, den Ausgleich zu erzielen und schaffen es nicht. Es bleibt beim 1:0 für den BVB. Aber wir haben gesehen, wir können mithalten, wenn wir fit sind. Ein überragender Roman Weidenfeller macht uns das hier zunichte. Aber ich will jetzt mal beim BVB gucken, weil da fehlt mir einer. Robert Lewandowski fehlt. Abgänge, da ist er nicht dabei. Der Zugang bei den Bayern ist allerdings auch kein Robert Lewandowski. Doch, da ist er. 46 Millionen, er kam im Winter zu den Bayern. Achso, das haben wir ja gesehen. Und Schweini und Martinez sollen abgegeben werden. Interessant. Glaube ich nicht dran. So, jetzt geht's los. Wir fordern 30 Millionen. Bitte, geht noch einen Schritt nach oben. Jawohl, sie verhandeln nochmal. Sie gehen nochmal, sie kommen nochmal einen Schritt entgegen. Und Aberdeen ist jetzt bei 1 Million für Barrasit. Ocampos trifft wieder für Argentinien beim 2-1-Sieg gegen Italien. Frankreich verliert 2-1 gegen Chile. Da konnte auch Besancourt nicht viel machen. Und Barrasit, die 1,1 Millionen wurden angenommen. Und wir haben weitere Wechsel. Lichtsteiner wechselt nach Chelsea. Man United holt sich Marquisio für 21 Millionen. Joel Matip wechselt nach Leverkusen für 5,6 und Fuchs geht zum AC Mailand für 5,8. Stindl gerade erst nach Dortmund gewechselt für 11. Muniain geht nach Barcelona für 33,5. Sebastian Jung für 11,5 Millionen Euro nach Gladbach. Auch eine riesen Ablösesumme für den Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt. Und wir gehen ins Trainingslager. Teamwork. Individuelle Fähigkeiten, Fitness. Taktik brauchen wir auf jeden Fall noch einen, damit wir da ein bisschen was hochkriegen. Das passt auch so. Abseits von lange Pässe könnten wir noch flanken und ecken. Abseitsfalle, ja, ist sowieso alles am Anfang, denn auf 5 und die geistigen Fähigkeiten nehmen wir noch einen dazu, weil die werden ja ausschließlich im Trainingslager trainiert oder von den Spielern verbessert, die spielen. 27,5. Und immer noch sehr hoch. Forderung stellen. 30 Mille will ich haben. 30 Mille. Frankreich verliert auch 2-1 gegen Belgien. Ist damit raus. Argentinien schlägt Mexiko 2-0. Ocampos wieder erfolgreich. Und Carrasco ist gescheitert. Nein, verdammt. Verdammt. Das ist jetzt mies. Das ist richtig mies. Da wären die 30 Millionen gewesen, die unser Transferbudget wieder ausgeglichen hätte. 27,5. Oh nein. Argentinien schlägt wieder Italien mit 2-1. Über 120 Minuten, also in der Verlängerung. Ocampos diesmal nicht erfolgreich, aber komplett durchgespielt. Ob das für seine Fitness so förderlich ist, auf jeden Fall ist die Frische noch auf 91. Wir probieren es nochmal, indem wir Carrasco anbieten. 30 Millionen. Irgendwer muss es doch bezahlen. Man United oder Chelsea. City. Ja, die haben ja ganz andere Spieler. Paris ist nicht mehr dabei. Die hätten das Geld. Die haben es geboten. Ja, Valencia hat die Kohle nicht. Barca will nicht, Atletico. Ich gehe runter auf 28.
Die wollen nicht. Man United. Mal jetzt Spielagenten beauftragen. Das wäre das Geld, was uns hier ins Plus bringt beim Transferbudget. Oh, Banden sind schnell abgehandelt. Was verkauft sich denn am besten? Duschvorhang. Ah, den müssen wir erst ausbauen, okay. Dafür haben wir die Kohle nicht. Monaco hat keine Kohle. Das ist unglaublich. Korsias Angebot von Man City wurde abgelehnt. Ach Mensch. Inigo Martinez Angebot von Neapel wurde abgelehnt. Cavallo und Trezeguets Verträge laufen aus. Aber wir können Cavallo auch nicht anbieten. Trezeguet wird seine Karriere beenden. Okay. Damit wechselt er dann in den Mitarbeiterstab. Ach Mensch, warum nehme ich denn... Ich Trottel muss die 27,5 doch einfach nur annehmen. Und wir stehen vor dem Spiel gegen Frankfurt. Und mich kotzt es immer noch an, dass ich das Angebot nicht angenommen habe für Carrasco. Ach Mann. Das wären 27,5 Millionen gewesen. Beim Marktwert von 15,5. Wir hätten 5 Millionen plus im Transferbudget. Irgendwie ist die Anzeige hier ein bisschen verbuggt. Wie viel kriegen wir da raus? Nicht viel, 6 Millionen. Aber das wird er ja auch nicht erhöhen, der Vorstand. Naja, wir gucken rein. Spiel gegen Frankfurt im Trainingslager. Und die Reserve da spielen. Subasic, Abidal, Cavallo und Mirin. Ne, Inigo Martinez für Cavallo. Rechtsverteidiger muss Korsia spielen. Haben wir keine anderen. Zentral im Mittelfeld, dann Ganso. Defensiv Kondogbia, links Carrasco. Offensiv Fred und rechts Ocampos. Im Sturm darf Giroud ran. Auf der Bank dann Planu. Cavallo darf mit und Mangala darf mit. Ne, Mangala nicht. Wir nehmen Varane mit aufgrund der Fitness. Der braucht Matchpraxis. Pogba nehmen wir mit. Penetö nehmen wir mit. Und James Rodriguez. Und David Trezeguet. Falcao kriegt die Pause zusammen mit Moutinho. Die dürfen sich von der Tribüne aus angucken. Zusammen mit Lloris, Mangala und Grenier. Ja, und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Also, bis dann. Euer DKJP.